Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video werden wir ein paar Blümchen malen. Habt ihr bestimmt im Thumbnail schon entnommen. Und ja, ich habe mir nämlich gedacht, Blümchen mit Gel, warum nicht? Ne? Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Und dementsprechend werden wir es heute machen. Ich nehme dazu einen dünnen Pinsel und ein Dotting-Tool. So in der Größe, wie ihr das habt, wie ihr die Blüten haben möchtet. Und ja. Dann würde ich sagen, starten wir auch schon mal mit den, ich sag mal, mit den Standardblümchen. Und ich nehme hier einmal Tipp mit weißem Gel, dass ihr das gut erkennen könnt. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran und setze dann hier fünf Punkte. Und dann könnt ihr in der Mitte einen gelben Punkt machen zum Beispiel. Und dann ist die Blume fertig. Was ich aber gerne mache, die Farbe ist ausgehärtet, das Lila. Es ist nicht nasse nass. Es könnt ihr auch nasse nass arbeiten. Ich ziehe aus der Mitte von dem, ich gehe in die Mitte vom Punkt und ziehe es in die Mitte hin. Dann seht ihr ja, dass ihr da so ein. Ja, cool. Ich habe nämlich gerade die Kamera geguckt, wollte zeigen. Hier, dass ihr so einen Punkt habt mit einfach so einem Strich. Wenn ihr dann ein bisschen dickeren Pinsel nehmt, als ich jetzt hier, dann ist das auch mehr tropfenförmig. Aber ihr könnt, wie ich das jetzt hier mache, auch da längs gehen. Das lasse ich jetzt einmal aushärten, weil dann kommt da gleich. Ihr könnt da ein Steinchen reinkleben, also in die Mitte oder. Einen gelben Punkt, einen roten Punkt, einen grünen Punkt. Ihr könnt ja weiße Blumen machen mit die Stempel in der Mitte. Ne? Die Punkte immer verschiedenfarbig. Das könnt ihr ja alles machen. So, ich nehme jetzt einfach mal so einen Orange Glitzer. Finde ich ganz cool. Habe ich auch gerade drauf hier. Und nehme dann den Dotting Tool, den gleichen nochmal. Ich wische einmal das Weiß ab. Und dann kann ich, ich hoffe, ich bin immer an der Kamera, hier mittig einen Punkt setzen. Ich lasse das einmal anhärten. Machen wir jetzt einfach mal hier unten in die Ecke. Ein bisschen mehr Weiß. So, und dann ziehen wir das jetzt einmal in die Mitte. Pinsel natürlich sauber. So. Und dann könnt ihr auch so einen kleinen Schnipsel rausziehen. So, das lassen wir jetzt wieder anhärten. Und dann kommt natürlich auch gleich wieder das Orange in die Mitte. Dann könnt ihr auch, wenn ihr ein Dotting-Tool nehmt, zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier so eine Blume machen wollt, wo dann wirklich nur zwei oder drei, wie heißt denn das jetzt hier, Blütenblätter sind, zieht ihr das einfach ein bisschen länger. Ich mache das jetzt noch ein bisschen größer. Das könnt ihr natürlich auch kleiner machen, das ist ja selbstverständlich. Und dann geht ihr hier am Rand und macht so eine kleine Bewegung, so eine halbrunde Bewegung. Und dann habt ihr schon ein Blütenblatt. Ich lasse jetzt einmal anhärten, mal wegen Schwitzschicht. Keine Lust, dass das verläuft. Kann man natürlich auch alles nasse nass machen. Das hat gar kein Problem. Das ist eigentlich total easy, wirklich. Und dann könnt ihr hier. So, bei der Kamera, ja. So, und da oben noch ein halbes.
Hier so. Und dann wäre in der jetzt die Blütenblätter auch fertig. Dann könnt ihr dann einen kleineren zum Beispiel, kleineren Dotting Tool nehmen. Ich gehe mal in das Orange rein, dass da wirklich wenig drauf ist. Dann könnt ihr hier, ihr könnt das natürlich auch wieder mit Glitzersteinchen machen oder auch nicht. Na, jetzt bitte jedem das selbst überlassen. Und habt ihr in der Hinsicht schon die nächste Blüte. So, und das gleiche kann man auch in Spitz machen. Einen Moment, ich muss nochmal das Dotting-Tool-Ding hier sauber machen. Because ich habe gerade nochmal den Blütenstängel auf der anderen Blume gesetzt. Einen Stempel. Das machen wir jetzt einfach mal hier. So. So. Weil man kann das alles, eigentlich alle Blüten, finde ich, in so rund machen oder halt auch in spitz. Und ja, das werde ich jetzt hier immer noch mal in rund, wie ich das gerade eben gemacht habe. So, und da hingezogen. So, habt ihr jetzt in der Hinsicht wie hier oben. Mach das mal hier ein bisschen runter, damit das nicht so abgehakt aussieht. So. Und dann könnt ihr das hier oben spitz zulaufen lassen. Ich versuche das jetzt einmal gerade, weil mein Pinsel, ihr seht das glaube ich, hat diese Biegung. Deswegen ist es für mich eben gerade ein bisschen schwierig, deswegen drehe ich den Pinsel auch ganze Zeit so hin und her. Habt am besten einen geraden Pinsel, ne, der nicht verdreht ist, hier so wie meiner. Dann ist es auf jeden Fall einfacher. Und ich sehe nichts wegen, wegen dem Licht. Also. Zack. Drehe es einmal kurz. Seht ihr, ihr könnt das immer in rund oder in spitz machen. Lass ich mal anhärten. Und dann werde ich hier mein Dotting Tool hier nehmen. Könnt natürlich auch Glitzersteinchen. Und da könnt ihr hier wie wild irgendwelche Pünktchen setzen. Oder halt Glitzersteinchen. Ne? Ihr könnt das auch verschiedenfarbig machen, dass ihr zum Beispiel Orange und Gelb nehmt. Oder verschiedene Orangetöne. Ne, dann habt ihr da ein bisschen mehr Dimension drin. Ne? So, und jetzt kommt nochmal eine Blütenform, aber diesmal mit dem Pinsel nur. Und zwar, ich habe es einmal gerade abgecleanert. Wie mache ich das am besten? Und da müsst ihr halt wirklich gucken, wenn ihr kleine Blumen haben wollt, nehmt einen Feinpinsel, ne, nehmt nicht viel Gel auf. Ich werde jetzt einfach mal hier so ein bisschen größer machen. Und zwar ansetzen. Und einen Bogen zur Blütenmitte hinziehen. Der so ein Schnipsel nehme ich auf. Ja, ich nehme auf, gut. Dann könnt ihr nochmal ins Gel reingehen, müsst ihr aber nicht. Dann macht ihr das gleiche, bloß auf der anderen Seite. Dann habt ihr halt diese schmalen Blütenblätter. Und wie gesagt, habe ich das schon gesagt im Video? Ich weiß es nicht. Wow, ich sage aber nicht mehr, wie gesagt. Wenn ein Blütenblatt mal ein bisschen anders aussieht als das andere, das ist nicht schlimm. Das ist in der Natur auch so. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Und ja, ihr müsst da jetzt nicht gucken. Ihr seht ja auch die Unterschiede jetzt zwischen den Blütenblättern.
Das macht aber wirklich gar nichts aus. Ja, wow, das ist jetzt mal, ne? Aber Kunst, das ist Kunst, ne? Hier bin ich jetzt gerade ein bisschen abgerutscht. So, seht ihr, das gehört so. Das ist jetzt abstrakt, ne? Obwohl ich das eigentlich nicht wollte, aber das ist Kunst. Das lasse ich jetzt mal anhärten. Und bei denen ist es genauso. Die sind ja jetzt eigentlich schon länglich, aber ich könnte sie halt auch noch spitzer machen. Ich muss nur gucken, wie ich das am besten rumhalte. So. Und dann wird das Gleiche nochmal gemacht. Ja, da sieht es jetzt ein bisschen doof aus, wenn ich das nochmal hinmache. Und dann nehmt ihr euren Pinsel. Ich habe die Farbe jetzt abgestrichen am Tiegelrand. Da könnt ihr hier oben noch so eine Schnipsel rausziehen. Und dann habt ihr die auch in Spitz, also spitz her. Lasse ich schnell aushärten und dann werde ich nochmal die Blütenmitte malen und dann bin ich gleich wieder zurück. So, ich habe jetzt mal kurz rausgezoomt, jetzt zeige ich euch das nochmal. Ich habe das einmal schnell versiegelt. Hier, das sind die, ich sage jetzt mal, die Standardblümchen, die also die jeder eigentlich kennt. Also eigentlich kennen die alle jeder. Aber die halt wirklich auch sehr einfach zu machen sind. Dann haben wir diese größere Blattform. Man kann diese Blüte auch komplett auf den Nagel machen. Aber solche Blüten mache ich gerne so halb drauf. Ne? In rund und in spitz. Und dann halt hier noch die schlanke Form von den Blütenblättern, weil das war ja eine breite Form hier unten. Und das ist eine schlanke Form. Ihr seht hier, die müssen nicht gleich aussehen. Und ich finde, das sieht trotzdem cool aus, ne? Und hier auch in abgerundet, sage ich jetzt mal, und spitz. Ja, das sind so die Blümchen, die ich eigentlich so immer gemacht habe. Und die sind auch wirklich vom Ding her wirklich einfach, schnell gemacht und die machen halt echt was her. Ne? Ich finde, das sieht halt echt, jetzt klebt das ein bisschen zusammen wegen dem Versiegelungsgel. Egal, machen wir so. Und also ich finde, das sieht halt echt cool aus. Ne? Und ja, dann hoffe ich, dass euch hat das Video gefallen. Über einen Daumen, einen Kommentar und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!